Hallo Pferdeleute, es gibt fantastische Neuigkeiten. Und zwar habe ich soeben den Bescheid bekommen, dass ich als Hundetrainerin zugelassen bin vom Kreisveterinäramt im Oberbergischen Kreis, wo ich wohne. Und beim Hundetrainer ist das natürlich deutlich aufwendiger. Deswegen bin ich da auch ganz glücklich drüber, dass das auf Anhieb geklappt hat. Und ich finde das auch sehr wichtig. Ich finde, das könnte sogar noch schwieriger sein. Weil man ja im Pferdebereich sieht, da habe ich ja dieses Buch auch, die Pferdemafia, geschrieben, wohin das so führt, wenn es keine Mindestqualifikationen gibt. Der Kunde kann halt nicht den guten von dem schlechten Trainer unterscheiden, weil er dafür ja erstmal Unterricht hätte nehmen müssen. Muss also Experte sein, um den Experten überhaupt zu erkennen. Von daher finde ich das eine ganz positive Entwicklung, dass das im Hundebereich nicht so geht. Wir sind zwar jetzt hier im Pferdekanal, aber ich wollte euch das mal mitteilen, weil der Grund, dass ich diesen Hundetrainerschein da überhaupt gemacht habe oder mich habe prüfen lassen dafür, ist halt, weil wir ja im Horse and Dog Trail auch viel unterwegs sind. Erst halt auf Turnieren, dann auf der Hund-Pferd-Messe, wo wir gerade die Lucy ja auch in Rente geschickt haben, findet ihr in der Infobox. Oder hier? Naja, irgendwo in der Infobox jedenfalls findet ihr dann auch das Video, wo die Lucy, oder die Playlist, wo die Lucy in Rente geht. Haben jetzt den Nachwuchshund, die Gail. Gail, komm mal her. So, da ist die Gail. Die habe ich jetzt mal mit ins Bild genommen. Und das wird dann unser Nachwuchshund. Und es ist nicht nur so, dass wir das auf Turnieren machen und auf der Pferd-Hund-Messe mittlerweile, wo wir ja auch kein Geld für kriegen. Mittlerweile ist das so, dass wir da auch tatsächlich auf Messen bezahlt werden. Der Anfang war halt die Equorius-Messe mit einem kleinen Obolus, um erstmal reinzukommen. Aber Ende März sind wir auf der Tetrapoda-Messe in Oberhausen zu sehen. Du kannst dich mal kurz verabschieden, kleine Geld. Ich glaube, ich tue dich wieder runter, wenn ich mit den Leuten rede. Ah, die will nicht runter. Okay, dann kommen wir da raus. Und auf der Messe in Oberhausen wird das erste Mal die Gail halt auftreten. Und nicht nur im Horse and Dog Trail, was wir schon geübt haben, wo sie auf der Aquarius ja ohne Pferd die Pattern auch schon mit mir gegangen ist und auch ohne Leine, du bist ein feiner Hund, sondern wir werden auch ein bisschen Tricktraining zeigen. Und das Tricktraining werde ich euch am Sonntag im Hundekanal, den tue ich euch auch in die Infobox rein, werde ich euch das mal vorstellen, wie dieses Tricktraining mit dem Hund, der jetzt 11 Monate ist, der wird auch fast schon ein Jahr, aber wir haben es aufgenommen, als er 11 Monate alt war, wie man das Tricktraining so aufbaut. Oder auch, was wir eben auch so anbieten wollen. Bis jetzt haben wir halt immer in dem Hundekanal, Gail geht das erste Mal schwimmen, Gail ist das erste Mal am Pferd, Gail ist das erste Mal spazieren, das erste Mal ohne Leine, all diese ersten Male gehabt, ne, weil wir uns natürlich total gefreut haben, dass dieser Lebenstraum endlich mal ein Border Collie in Erfüllung geht. Jetzt soll es aber schon in Richtung Hundeschule gehen in diesem Kanal. Deswegen heißt der jetzt auch Nicola Steiner Hundeschule, analog zur Nicola Steiner Horsemanship, hier der Pferdekanal. Und da soll es eben auch Tutorials geben. Also wir fangen an mit diesem Tricktraining. Dann will ich Rally Obedience anbieten. Das klingt jetzt erstmal so. Ja, aus dem Stegreif eigentlich sollte es Horse and Dog Trail sein, aber um halt diese Hundetrainer, diese Erlaubnis vom Veterinäramt zu bekommen, da als Hundetrainer arbeiten zu dürfen, musste ich halt auch einige Praxisstunden absolvieren und musste einige Kenntnisse erstmal nachweisen, damit ich überhaupt diesen Test bei denen machen konnte. Und die Praxisstunden habe ich ja bei der Bianca Stahl gemacht. Da gibt es auch eine Playlist in dem Hundekanal, wo es zum Beispiel auch ganz viel darum ging, um Begleithundetraining, wo ich halt viel gelernt habe, was mich auch sehr interessiert und was ich mit der Gail halt, wenn sie 15 Monate alt ist, gerne auch machen würde. Dann finde ich halt bei Border Collies Beschäftigung total wichtig, wenn man denn keine Schafe hat. Vielleicht kriege ich ja mal irgendwann Schafe, da würde ich auch damit was anbieten. Im Moment habe ich auf jeden Fall keine. Und ja, damit die halt nicht so aufdrehen und nicht alles kaputt machen und auch einfach glücklich sind, müssen die halt Dinge lernen. Und beim Rally Obedience finde ich es halt sehr schön, dass es da 100 verschiedene Übungen gibt, dass man die aber mit Handzeichen, ich habe hier gerade eins gemacht, schon reagiert der Hund, mit Handzeichen, mit Stimmkommandos, mit allem, was einem zur Verfügung steht, teilweise an manchen Übungen in den Einsteigerklassen oder Beginnerklasse heißt das, wo du hast spitze Knochen, sogar mit Leckerlis halt. Und das finde ich halt schöner als dieses Obedience, wo es so ganz, ganz streng ist. Ja, und da möchte ich eben auch, dass ihr mich und die Gail begleitet, wie ich ihr das alles beibringe.
und dann auch, wie ich das den Kunden dann beibringe. Und da hat man halt auch viel über Hundeverhalten gelernt und das wurde ja auch bei einem DOQ-Test abgefragt, ne, ob man all diese Bereiche Anatomie, Lernverhalten, all diese Dinge auch wirklich drauf hat. Man musste also mindestens 80% der Fragen richtig beantworten. Und falls man unter 80% wäre, das war ich Gott sei Dank nicht, dann dürfte es nicht sein, dass man in einem Bereich überhaupt gar keine Ahnung hat. Das sind, glaube ich, 5 oder 6 Bereiche, die da auch nochmal getestet werden. Ja, also es wird ein ganz neuer Wind im Hundekanal wehen ab Sonntag. Deswegen lade ich euch dazu ein. Ich werde dann auch, was ich euch unbedingt die ganze Zeit noch sagen wollte, dass es nur noch ein Video pro Woche hier am Kanal gibt. Das ist jetzt schon seit einigen Wochen so. Ich wollte es immer ankündigen, aber ich kam nicht dazu. Und das ist auch der Grund, warum ich es nicht angekündigt habe, sondern einfach gemacht habe. Ich habe halt reduziert. Im Horsemanship-Kanal ist im Moment freitags das Video. Im Western-Kanal, den wir ja auch noch haben, den will ich eigentlich auch noch umbenennen, in Nicola Steiner Western reiten. Im Moment heißt der 12 Oaks TV Turnier und Vlog und das gefällt mir nicht mehr. Da muss ich aber nochmal an YouTube eine E-Mail schicken, ist immer alles super furchtbar kompliziert. Da ist halt mittwochs jetzt immer das Video. Da könnte es allerdings sein, wenn die Turniersaison wieder losgeht, dass wir da wieder 2 Videos pro Woche zeigen, weil wir dann immer zu 3 Leuten doch relativ viele Ritte auch haben. Und dann in der Winterpause eben wieder auf 1 gehen, damit wir nicht produzieren, produzieren, produzieren. Als die Kanäle aufgebaut worden sind, da habe ich halt einfach, was man immer so mitfilmt, gemacht. Und das seht ihr jetzt so auf Instagram, so nicht bearbeitete Videos. Hier will ich mir jetzt ein bisschen mehr Mühe geben und ganz besonders jetzt im Hundekanal, dass da erscheint das Video sonntags halt. Ne? Immer jeweils um 17 Uhr, also montags, mittwochs, sonntags. In 3 Kanälen, die ihr über die Infobox findet oder auf der Startseite von dem jeweiligen YouTube-Kanal als Partnerkanal. Und natürlich auf meiner Website 12oaksranch.de. Und da gibt es jetzt auch eine Unterseite Hundeschule. Und da das hier jetzt ganz neu ist, wollte ich euch auch bitten, weil ich werde mit allen Pferdebegriffen total gut gefunden. Wir haben fast 1 Million Klicks auf dieser Website, aber mit Hundethemen eben noch nicht, weil die natürlich nicht angefragt wurden. Und wer Lust hat, wer Zeit hat, wer mich unterstützen möchte, wer das gut findet, dass ich das mache, der googelt einfach mal Hundeschule Lindler oder Hundeschule Nicola Steiner und guckt auf euch meine Seite an. Das wäre total lieb, dann bin ich in Googles Algorithmus auch besser auffindbar. Ja, also besucht auch meinen Hundekanal, seid mir auch da treu, hoffe ich, empfehlt mich weiter, damit auch mehr Leute das gucken, weil es ist ja doch eine Menge Arbeit immer. Ja, und wenn euch das Video hier gefallen hat oder überhaupt, wenn euch irgendein Video von mir gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst bei allen Kanälen ein Abo da, das würde mich auch sehr freuen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschö.